District Court Munich, March 2009. A blackmail case has made world headlines. Swiss man Helge Skarby stands before the judge. The journalists ask how the accused feels. Nicht gut. Bitte? Ja, wir sind im Gefängnis, halt ist schwer. At his first hearing, Skarby confessed to seducing and cheating four rich Germans, blackmailing some of the women with secretly filmed sex videos. Das muss ich noch alles verarbeiten, was hier jetzt stattfindet. Es gibt Gerüchte über Sekte, über den tatsächlichen Drahtzieher. Was können Sie uns da machen? Kein Kommentar. One woman had the courage to report him and risk the exposure of her sex life. Germany's richest woman, billionaire and major BMW shareholder, Susanne Klatten. She gave the gigolo a lot of money, but she refused to be blackmailed. The first time he asked for money, I gave him 7 million euros. Not because of blackmail, because of love. Later he wanted more. I said no. He showed me the photos. I was naked and he was half-dressed in our hotel room in Munich. He threatened to send the photos to my husband and the press. He demanded 40 million and gave me an ultimatum for handing over the money. I let him believe I was agreeing to his demands. Really, I went to the police. During a staged handover, Helge Skarby was arrested at a motorway service station in Austria. When he went to collect the 14 million euros, Helge Skarby wasn't alone. An Italian named Ernani Barretta was with him. Many observers view him as the man behind the blackmail. Ernani Barretta lives on a country estate close to Pescara, where he has little luxuries like his own helicopter landing pad. After Skarby's arrest, Italian police kept Barretta under surveillance for months and then made a raid on his property. They found nothing in the safe. But a sketch drawn by Barretta led them to cash hidden under the roof, in holes in the wall, and every possible hiding place. Total amount, 1.7 million euros in cash. Is this money loot from blackmailer Helge Skarby? Ernani Barretta is arrested, but released after 8 months on remand. Since then, public prosecutors have been trying to prove he built up a criminal organization. Sono i miei, dei miei risparmi, ragazzi. È una vita. Il rifugio alle grandi. Conoscere questa signora che si chiama Klatten, che l'ho mai vista, non solo lei, anche l'altra signora. Le vorrei conoscere. Mi farebbe piacere se verrebbero qua. Io amo la Germania, amo il mio amico che è stato arrestato, amo tutti quanti in un modo pulito. E mi dispiace semplicemente che quello che è stato detto su di me è stato tutto una cosa falsa e questo lo dimostreremo. Ho detto questo. But who is this Ernani Barretta? His friendship with blackmailer Helge Skarby began in the early 90s. A woman who has known them since then talks for the first time about her past. Petra studied law in Zurich together with Helge Skarby. She was facing a life crisis and was urgently looking for help. Skarby took her to a secret esoteric meeting in Zurichberg. There she met reputed miracle healer Ernani Barretta in 1993.
Man hat von dem Mann erzählt, dass er Gedanken lesen könne, dass er ins Herz der Menschen sehe, dass er die Leute heilen könne von physischen, psychischen Beschwerden, dass er einem Ängste nehmen könne. Und dann wollte ich ihn natürlich unbedingt kennenlernen. Amici recordings show spiritual gatherings with Preacher Beretta, a sect-like group developed. Hab Glück und Ehrlichkeit. Und nicht nur für euch selber, auch für die anderen. Weitergehen. Dann geht es immer gut. Verstanden? Er hat sich als Maestro della Vita bezeichnet. Das heisst, Lebenslehrer. Wir waren Schüler. Und er ist dann auch mit so Sätzen gekommen, wie: Ich bin die Autobahn zum Paradies. Wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir Vertrauen schenkt und ich kann euch führen und steuern, dann will ich euch gerade direkt zu Gott bringen. One of Beretta's greatest followers was rich anthroposophist Irene Benninger, who later followed her idol to Italy. As long as she gave her money to the group, she was welcome. Das hat dem Grossmami gefallen. Ja, sie ist also religiös, sie ist frömmlerisch gsi, ist fast, oder? Also überreligiös. Aber es ist ziemlich auf die Nerven gegangen. Der Rudolf Steiner ist der Heilige gsi und sie hat oft von dem erzählt, oder? Das ist so ihres Idol gsi. Und er ist ja nachher quasi wie abgelöst worden vom Hernani Baretta. Nachher ist es halt der gsi, oder? Der Hernani ist in Realität nicht in Gedanken. Nicht mehr in Gedanken. Du bist ein Sendbote geworden von dieser Christusliebe. This so-called emissary of Christ's love has been tracked by Swiss journalist Romeo Reginas for almost 20 years. This story, somewhere between the mafia, sex and enlightenment, just won't let him go. I heard the first time about it, in 1993-94, when one of the first Aussteiger aus der Gruppe von Barretta das Magazin gemeldet hat, beim Magazin gemeldet hat, wo ich damals geschafft habe. Das war der Beobachter. Und da habe ich zum ersten Mal eigentlich von Hernani Baretta und seiner Gruppe gehört und dann auch die Recherchen aufgenommen und einen ersten Artikel darüber geschrieben. Reginas described a hierarchy with murky finances and enthralled followers who turned away from the ordinary world. Everything indicated the existence of a sect. Seven of Beretta's followers then complained to the editor. Future blackmailer Helg Skarby, named Helg Rusek before his marriage to another Beretta follower, defended his master and even threatened with consequences. Since when did you stop doing any serious research? Since when have you journalists relied upon statements from dubious sources? I assure you that in this case, your people have made a huge mistake with serious consequences. Die weitere Reaktion, die ich ganz klar auf das zurückgeführt habe, ist, dass ein paar Wochen nach dem Artikel alle vier Reifen von meinem Auto aufgestochen waren, obwohl das in einer Garage-Einfahrt gestanden ist. Meanwhile, Hernani Baretta's group has grown to 15 people. His stories become ever more fantastic. He claims to want to build orphanages in Italy for children he himself saved from the war in Yugoslavia. Plötzlich hat es dann auch geheißen, es sei etwas ganz Schlimmes passiert. Er sei verwundet worden. Und schwebe zwischen Leben und Tod.
Seine Frau hat mir auch angerufen und gesagt, schau, er ist im Spital, sie haben ihn nicht in die USA gebracht. Amerikanische Soldaten haben ihn in die USA gebracht. Und er sei jetzt dort in einer privaten Klinik. Und er müsse jetzt aber aus dieser Klinik flüchten, weil er habe entdeckt, dass man dort Organhandel betrieben habe und dass sie vorgehabt, ihm irgendwie eine Niere zu stellen oder was. Also eine ganz verrückte Geschichte. Und sie brauche unbedingt Geld. Ma per me Hernani Barreta è un uomo che dalle fasce ha pensato di come dire progredire economicamente. Io personalmente non ho mai fatto affari con lui e forse per questo che la nostra amicizia perdura, no? Nel tempo. Lui è stato sempre predisposto per gli affari, in qualsiasi campo lui si è messo, ha pensato di poter guadagnare dei soldi. Dann hat er auch erzählt, er habe dann aber in dem ganzen Leiden rein, habe eine Vision gehabt und er habe einen Auftrag gekriegt von Gott. Er müsse ein Zentrum bauen in seinem Heimatdorf, Pesco Sansonesco. Und das haben wir natürlich alle sehr ernst genommen. Er hat dann alle darauf angesprochen, zu sammeln, wir müssen ihm helfen. Er habe keine finanziellen Mittel, um das zu verwirklichen. Und das sei ein Auftrag von Gott. Und wir seien ihm gegeben worden, um ihm dabei zu helfen. Er brauche einfach einen Ort, wo sich viele Menschen versammeln können und wo er als Heiler wirken und als Prediger. In the late 90s, up to a dozen followers are led by their master to central Italy, including grandmother Irene Benninger, future blackmailer Helg Skarby, and future sect dropout Petra. Man hat es als Ehre empfunden, dass er einen braucht. Erwartungsvoll hat man in der Schweiz alles aufgelöst, Wohnung. Arbeitsstelle hat man gekündigt, hat teilweise eben, hat auch die Pensionskasse abgehoben und ist dann mit dem Ganzen zu ihm gezogen und hat sich in seine Hand übergeben. Er hat auch gesagt, man würde sich in Gottes Hand begeben. Darum braucht man auch keine Pensionskasse, keine Rente mehr, weil Gott wird dann schon für einen schauen. Und nachher, als er mir dann das Zimmer gezeigt hat, wo ich übernachten soll, und ich habe gesehen, er hat mir noch einen Teddybär ins Bett gelegt, dann bin ich gerade irgendwie völlig beruhigt und gefunden, okay, irgendwie du musst keine Angst haben. Das ist für mich wie eine, als hätte sich eine neue Welt geöffnet. Barreto was able to quickly identify his followers' hopes and desires and exploit their talents for himself. Led by this charismatic father, the followers believed they were working for a higher purpose. Die Gemeinschaft mit jungen Leuten, das hat sie wahrscheinlich wieder ein bisschen jünger gemacht. Aber am wichtigsten war natürlich ihre Hernani. Also, von dem hat sie eigentlich geschwärmt. Jederzeit. Also, und wenn er rum war, ist sie Gott, hat sie angefangen zu strahlen. Das Gebäude in Pesco Sansonesco, wo meine Großmutter gewohnt hat im oberen Geschoss, war sehr hübsch, sehr klein. Und als ich erfahren habe, wie viel Miete sie dort gezahlt hat, die 1600 Franken oder so, bin ich natürlich auch etwas verschrocken. Vor allem nachdem sie ihr das ganze Geld schon dort deponiert hat. Man vermutet, es ist so ein Betrag zwischen einer halben Million bis zu einer Million vielleicht, wo sie noch gehabt hat zu dem Zeitpunkt. When Irene Benninger's money ran out, Barreto lost interest in the pensioner.
The disappointed 80-year-old returned to Switzerland and tried to claim welfare. Because she couldn't prove what she'd done with her money, she received nothing and died in poverty. The others continued to believe in Beretta, providing free labor, supplying their pension funds, and even some private loans. Now Beretta begins to buy up and renovate old villas in Pesco San Zonesco. In 2000, he plans to build the housing estate Don Alfredo and a hotel complex, Refugio Valle Grande. Each of his followers had a specific function. Helg Skarby was Peter in the group, the favorite disciple. He was entrusted with important tasks. Der Helg hat auch den ersten Stein legen, wo das Centro, das Country House, gebaut worden ist. Hat er symbolisch den ersten Stein gelegt. Der erste Stein ist für ihn, glaube ich, dann wirklich eine grosse Last geworden. Weil auf seinen Schultern ist dann die Last gewesen, dass er zuständig war, auch für die Finanzen. Also er hat sich vorwiegend darum kümmern, wie kommen wir zum Geld, um das Ganze aufzubauen. Weil offiziell hat sich der Nani nicht mehr dürfen mit dem abgeben. Er hat gesagt, er habe Verbot von oben. Er könne sich nicht so gross Gedanken machen, wie man könnte zu Geld kommen. Da müsse sich der Helg darum kümmern. Helg Skarby had what car mechanic Beretta did not, namely the ability to move within high society circles. Skarby had studied law in Zurich and risen to lieutenant in the Swiss Army. When he met Beretta, he was employed by Credit Suisse and corporate mergers. That was how he had direct contact to rich businesswomen. The haunts of the rich became Helg Skarby's hunting ground. His quarry, the lonely hearts of rich women. In Monte Carlo, he netted the first big fish. Living all year round in a suite in the Hotel du Paris was an 83-year-old countess, Verena du Pasquier Goebbels, a Swiss aristocrat from Lucerne. Die Frau war einsam. Das ist eigentlich die Ursache der ganzen Wirkung, ihre Einsamkeit. Und die so Männer sind ja auf das ausgerichtet. Immer wieder hat sie den Wunsch gehabt, einen Begleiter zu haben. Wirklich. Eine Dame in diesem Reichtum, eine grosse Suite, wo sie im Prinzip 4'000 Franken hat müssen zahlen pro Nacht. Nur weil sie ganzjährig logiert hat, hat sie eine Vergünstigung gehabt. Sie war eigentlich an die Suite gefesselt. Mit wenigen Ausnahmen, wo sie Einladungen hatte. Unter anderem auch ins Palais rauf. Das war ja befreundet mit Madame Caligou, mit der echten Hand von Prinz Henier. Aber das waren so, wie soll ich sagen, mit dem Sternstunden. Sie hatte einen Tisch in der Bar, der immer für sie reserviert war. Und sie ist dort gesessen mit ein paar Leuten, die sie eingeladen hatten. Und der war daneben allein am Tisch. Dann hat sie den alleinstehenden Herr da allein gesehen und hat ihm so loyal, wie sie immer war, wünsche ich nur noch Dame, wünsche ich nur noch Dame. Und dann ist der Held zu ihnen an den Tisch gestoßen. Und das war die allererste Begegnung. Und da hat sie mir dann eben angerufen und gesagt, stell dir vor, drei Rosen, weißt du, so etwas Schlichtes, weißt du, der hat Anstand, das ist kein Blöffer. Und er hat das genau so bewusst so manipuliert. The Countess didn't like the name Helg. From now on, she named her new lover and life companion Alexander. Eine Dame allein in dieser Gesellschaft ist natürlich für sie, hat es penible Situationen gegeben. Da hat es Bälle gegeben, oder Rotkreuzball und so. Ohne Begleitung hat sie mir gesagt,
das ist der richtige Mann, der hat zu auftreten. Ein seriöses Auftreten, mit dem darf ich an die Öffentlichkeit. Und mit der Zeit sind dann natürlich auch noch andere Gefühle mit Rico, weil er sich dementsprechend verhalten hat. Er war einfach sehr, sehr angenehm. Und den Wolf im Schafpelz haben wir da noch nicht erkannt. Der Helg hat von Anfang an undurchsichtige Rolle gehabt. Irgendwann hat es geheißen, er sei selbstständig, als Unternehmensberater tätig. Er sei viel auf Reisen. Wenn der Helg nach Pesco, Sansonesco, gekommen ist, dann war der Nani dauernd mit ihm unterwegs gewesen. Man hat immer gemerkt, es geht um sehr wichtige Sachen. Man hat gemerkt, es geht um Geld. Mir hat der Helge einen ganz kompetenten, ehrlichen, sauberen Eindruck vermittelt. Mir ist er vorher wie ein gut erzogener Internatjunge. Ja? The Countess was so in love that she had to tell the world. She left messages on her friend Margaret's answering machine. Salut, Schatzeli. Ich wollte nur guten Morgen sagen. Jetzt hat mir gerade Alexander angerufen. Sie ist noch von Lugano jetzt zum Gotthard oben. Muss auf Zürich. Nachher hat Zürich dann noch zu tun. Und dann kommt er dann von Zürich hierher. Stell dir vor, ist das mit Rieren, weißt du. So lieb, weißt du. Ich sage dir, ich lebe eigentlich zum ersten Mal eine grosse Liebe. So bin ich noch gar nie geliebt worden. So herzig, so rührend. Und er schafft, er schafft, er schafft. Er kommt nicht zurück mit einem tollen Kontrakt. Stell dir vor, wie der arbeiten tut jetzt. Das ist doch rührend, gell? Das ist jetzt einmal ein junger Mann, der wirklich also an das Arbeiten denkt und nicht an das Nützen. Ciao, Schatzeli. In a later police statement, this is how Helg Skarby described the Countess. She wanted a man by her side who would protect her from all the parasites. A man to show off, one to manage her finances, and a man who wasn't bothered by her age, with whom she could find sexual satisfaction. She had a rare and pragmatic honesty that I liked. The woman was markedly clear-headed, and her body was decidedly lively. She was very proud of me and our lifestyle, and told everybody so, which caused quite a sensation in Monte Carlo, even at the palace. Der Helg ist stark unter Druck gestanden. Sehr stark unter Druck. Hat auch Zweifel gehabt. Der Nani hat ihn für sich gewinnen. Und hat ihm viele Zeichen gegeben. Er ist mit ihm zum Beispiel nach Einsiedeln gegangen. Und in der Kirche anscheinend hat der Nani angefangen aus der Hand bluten. Also Stigma, das kriegen Zeichen Christi. Und der Helg hat mir mal anvertraut, dass der Nani von ihm verlangt hat, dass er ihm wirklich absolut treu ergeben sei. Und dass er sich voll und ganz solle von ihm steuern lassen. Und der Helg hat natürlich Hemmschwellen gehabt, Zweifel, Angst, dass der Nani vielleicht doch nicht ein Heiliger ist, dass er doch nicht vom Guten ist. Und ich sehe es noch vor mir, wie er zu mir kommt und sagt, weisst, ich habe diese Zeichen gesehen in Einsiedeln. Es war unglaublich gewesen, aber ich habe Angst, weil eigentlich könnten die ja auch von Satan kommen. After the last doubts were banished, Skarby showed a real talent for acting. One day he returned to his rich lover from a supposed business trip in Italy. He seemed depressed and nervous, claiming the mafia were threatening him. If he didn't pay 650,000 francs now, they'd do something bad to him. Soon Skarby claimed it was getting worse. The mafia had apparently found out that Helg Skarby was with a rich woman and had raised their demands to 2 million francs. The Countess gave her lover, 47 years younger, the 2 million francs.
Talking to a friend, the Countess explained her exceptional generosity. Das ist Gerechtigkeit. Ich verlange Gerechtigkeit. Das geht. Ich verlange von dir. Hat mit Geld an. Nein, das ist gar nichts. Du kannst ja nicht mehr haben, was du hast. Aber ein Mensch, der noch Freude an mir und ich noch etwas Gutes kann tun. Ja. Und ich auch kann sagen, hör mal, das Geld ist nicht alles. Ja, genau. Anstand ist etwas. Ja, genau. Respekt, wie du immer sagst. Ja, genau. Ja. Jemand schätzen, wenn er ehrlich ist. Wenn er sauber ist über die Leber. Ja, genau. Das ist einmal etwas. Und nicht mehr so gut Palerie. Ja, genau. Nein, mir. Mein klar. Shortly after this, the unlikely couple made plans to marry. At this point, Alexander Helgskarby decided to play it safe. He sent his 83-year-old bride-to-be for a medical checkup. A medical certificate confirms that Verena du Pasquier-Goebbels is sound of mind. On the same day as the checkup, they went to a solicitor, where the Countess made a donation to finance their mutual future. Helgskarby, at the time still called Helg Rusak, received access to 25 million Swiss francs. Wir haben selber gestaunt, dass beispielsweise Amenani seine Frau zum Geburtstag mal einen nagelneuen Mercedes Cabrio geschenkt gekriegt hat. Da waren wir natürlich alle baff gewesen. Vor allem, weil man ja gratis geschafft hat und gar nichts gehabt hat. Man hat im Winter mit Holzöfen geheizt. Man hat versucht, sehr, sehr bescheiden zu leben, damit man keine Last ist und dann plötzlich der ganze Luxus. Man hat angefangen, Hochzeiten zu organisieren. Es waren hunderte von Gästen eingeladen. Es ist eine Hektik aufgekommen. Alle waren überfordert, übermüdet, gereizt. Amenani ist es sehr gut gegangen. Er hat ein Haus für sich selber gebaut. Neue Autos. Per lui la Jaguar o la Ferrari, le macchine per Annani sono un grande amore, probabilmente alla pari di un amore per una signora, per la moglie, per anche questo è un fatto. Lui oggi ce l'ha, non so, 30, 40, non so quante macchine abbia, tutte regolarmente a posto con la legge, tutte naturalmente in funzione. Since the raid, Anani Beretta's entire car fleet had been confiscated. However, the police gave Beretta a key to the garage, so he can keep his cars in good condition himself. Shortly before the planned wedding with Helgskarby, several people warned the Countess that her groom was nothing but a con man and she wasn't the first victim. But the Countess didn't want to hear anything that could destroy her second spring. Ja, ich habe eine Situation erlebt, wo mir die Verena und ich in der Kursin gesehen. Nach 3 Tagen Aufenthalt von der Verena und mir ist der Helg erschienen und dann ist ein paar Tage da gewesen. Da läutet mir die Direktion an und sagt, wir haben da Gäste im Haus. Die haben uns gesagt, wenn dieser Herr, dieser Hochstapler nicht augenblicklich das Haus verlässt, werden wir nie mehr kommen. Sie wollen das hier nicht persönlich sagen, aber hier das können mitteilen. Und dann habe ich gehört, weil ich das Zimmer neben ihr hatte und er weiter vorne, habe ich gehört, dass sie gekommen sind und dann klopft die Tür rein, beide in den Bademänteln da gesessen. Und dann sage ich, Helg, es tut mir leid, die Direktion, ich muss dir etwas ausrichten im Auftrag von der Direktion. Die verlangen, dass du das Haus sofort verlässt. Und am anderen Morgen macht die Leute sie mir an und sagt, weißt du, was passiert ist? Der Helg ist über Nacht verschwunden. Gräfin du Pasquier hat den Helgskarby dann vor Gericht gebracht und hat allerdings dann ein bisschen weiche Knie bekommen. Er hat sich so bemitleidend, so mitleiderheischend verhalten. Dann war er schon 14 Tage im Gefängnis gewesen und hat immer wieder zu der Verena geschaut. Und sie hat plötzlich Mitleid bekommen und hat die Anklage zurückgezogen. Her conditions. Skarby had to give the unspent money back to the Countess. 4 million francs have vanished forever.
Ich bin absolut überzeugt, dass der Helg nichts von dem Geld für sich behalten hat. Dass das alles in die Mission nach Italien geflossen ist, einfach in eine Nani seine Hand. Giustamente, perché ognuno di noi investe 100 lire per cercare di guadagnarne 1000, no? Quindi lui sì, ha avuto a che fare, ha aperto un'officina in Svizzera, ha sempre avuto delle attività redditizie poi alla fine. E comunque evidentemente lui è stato capace di moltiplicare questi soldi, perché da quando lo conosco io l'ho perso poi di vista per un po' di anni e quando l'ho ritrovato ricco. Beretta's new wealth was obvious to everyone in the village. He increasingly hung around with big show business celebrities and politicians, for instance Bud Spencer or Alessandro Mussolini. And his competition, the Catholic Church, came and went. Der Nani hat das so begründet, dass er wie Jesus sich zur öffentlichen Person entwickelt habe. Und dass wir ja heutzutage in einer materialistischen Gesellschaft leben und dass er sich dieser Gesellschaft anpassen müsse. Damit er die Menschen erreichen mit seiner Botschaft, könne er nicht rumlaufen wie ein Bettler, weil man ihn nicht ernst nehmen will. Das heisst, er brauche einen gewissen Wohlstand, einen gewissen Reichtum, ein gewisses Auftreten, damit ihn die Leute überhaupt ernst nehmen und anhören. While Hernani Beretta showed off his prosperity, his followers hoped for confirmation of his promise of salvation and continued to live modestly. Jeder von uns hat immer wieder Phasen gehabt, wo er in ein Loch gefallen ist und wo er gefunden hat, nein, also, das ist kein Leben und vielleicht stimmt ja das alles nicht. Und man hat sich dann zermürbt, man hat gebetet, man hat versucht, sich in die Arbeit zu stürzen, man hat gebetet während dem Arbeiten, weil es sind natürlich alles sehr blöde Arbeiten gewesen. Putzarbeiten, Unkrautjäten im Garten, Blümchen pflanzen, in der Küche arbeiten, abwaschen, Leute bedienen. Und wenn man sich dann frustriert gefühlt hat, hat man dann gesagt, ja, ich bin halt noch klein und dumm und ich muss noch wachsen. Und durch das hat man dann das irgendwie können überwinden. Also in einem der ersten Gespräche, das ich mit dem Hernani geführt habe, da sind wir durch den Wald spaziert, am Zürichberg. Und dann sind wir an einem Baum vorbeigelaufen. Und er zeigt auf den Baum und sagt, schau, du bist wie der Baum. Der Baum, der ist krank, der hat kranke Wurzeln. Und eines Tages wird der Baum sterben. Zu reden mit dir allein, das nützt nichts. Ich kann nicht mehr viel für dich machen. Es gäbe dir aber doch noch einen Weg. Er könne die Menschen heilen, mit allem, mit seinem Speichel, mit seinen Händen, indem er Tumoren kann dematerialisieren, rausnehmen. Auf diesen Weg hat er einem dazu gebracht, dass man eingewilligt hat, mit ihm ein Verhältnis anzufangen. Es hat für die betroffenen Frauen, für alle eigentlich wirklich mehr etwas von einer Behandlung gehabt, von einer Therapie, als das, was man sich kann unter einem Liebesakt vorstellen kann. Und aus diesem Grund hat man eben auch nicht gemerkt, dass es ihm ja vielleicht eigentlich auch um das geht, dass er irgendwie das braucht und dass es für sich selber macht und dass das gar nicht stimmt, dass jetzt das irgendwie, dass er einem durch das könnte helfen. There was often a video camera running during such intimate healing sessions. Another former sect member who wishes to remain anonymous sent journalist Romeo Reganas some secretly taken homemade photos and blackmail letters, supposedly written by Hernani Beretta. Because he had stumbled on an actual criminal offense, he decided to hand the material over to the police. Allora, cronologicamente, la prima è questa lettera che ha a che fare. Qui la persona
Ho due bei filmini di noi due, se vuoi vedere basta chiedere, non fare la stronza, chiama. E queste sono le foto del lavoro. Sì, sì. Ma qui ha fatto la richiesta anche di denaro, di qualcosa? No, no, niente, non si trattava di denaro, qui era proprio solo perché lei se ne voleva andare dal gruppo, no? Non voleva più saperne niente. È stato fatto in questa camera e lei dice che lì era montata una fotocamera sempre, ma pare che... Ma lei lo sapeva? No, non lo sapeva, ma dopo hanno saputo questo. The journalist's unremitting investigations provoke Enani Barreta. When Romeo Reganas drives to Barreta's hometown, Pesco San Zanesco, an unwelcome surprise awaits him. Nein, unglaublich. Die Spinne da. Ja, das zeigt etwas Niveau von diesen Leuten. Barreta ranted and raved about the Swiss journalist on local television. Di voi giornalisti, ugualmente, qui ce n'è uno di fronte qua, che è anche giornalista, tu e altri ne conosco tanti, dovete essere dignitosi, perché quello che fate agli altri un giorno potrà essere fatto anche a voi. È una vergogna quello che hanno scritto su di me, specie un certo Reganas, che è svizzero, ha scritto di quelle stronzate. Quello lì è un verme, un povero disgraziato, spero che mi sta ascoltare. Anche voi giornalisti non vi siete comportati bene. In tutto il mondo le foto mie e della Clatica. Io la Clatica non l'ho mai vista, io non l'ho mai conosciuta. Lei l'ha detto anche processo, lei non mi conosce. Hanno trovato i soldi, che erano i soldi miei, dei miei guadagni di qui, però loro dicono che questi soldi sono della Clatica, che non è vero proprio niente. Here in Tyrol in summer 2007 began the affair that put Enani Barreta, Helg Skarby and Susanne Klatten in world headlines. Skarby now targeted the richest woman in Germany, 11-time billionaire Susanne Klatten. The gigolo had done a lot of research into his victim. When he first spoke to the woman, he already knew of her business activities and even knew which book was her favorite. In July 2007, I stayed in a spa hotel in Austria for 2 weeks. During the last 3 days, Mr. Skarby made contact with me. At that time, we just talked a couple of times, especially during one walk. He introduced himself as a Swiss buyout and amalgamation consultant, specializing in the fields alternative energy and new technology. I found it interesting as I'd been engaged with those topics for a year. Susanne Klatten subsequently met Helg Skarby several times in Munich, where they became intimate with one another. What the businesswoman didn't know, their nights at the hotel were filmed. And in the room next door slept an Italian named Enani Barreta. Io non sono stato quello che ho fatto le foto, che facevo il buco con la Black & Decker alla stanza, apriva la porta, loro facevano l'amore, io riprendevo, ma stiamo scherzando. Questo in sostanza è quello che si sostiene, in tutto il mondo, poi non solo qui in Italia. Sì, ma questa è la porcata che hanno fatto tutti i giornalisti, e chi l'ha detto, chi mi imputa di questo, che Skarby si è fatto tutto da solo. Erano d'accordo anche tutte e due queste signore, per quelle che ho letto. Io che c'entro su questo? That same summer, Helg Skarby seduced and cheated three more women, relieving them of around 2.4 million euros. The reconstruction of his diary shows a remarkable stint. July 9th to July 10th, Tyrol, Mrs. Klatten. July the 11th, Tutzing, Bavaria, Mrs. H. July 12th to 19th, Tyrol, Mrs. Klatten. July 20th, Auenkirchen, Austria, Mrs. R. July 26th, Munich, Mrs. S, 300,000 euros transferred. August 3rd, Munich, Mrs. H. August 17th, South of France, Mrs. Klatten. August 21st, 2007, Holiday Inn, Munich, Mrs. Klatten.
Der Helge ist gekommen und gegangen. Man hat ihn teils monatelang nicht mehr gesehen. Plötzlich ist er aufgetaucht. Dann hat der Nani mit ihm geredet und gesagt, du bist völlig erschöpft, du solltest mal schlafen. Einmal war er im Pesco Sansonesco und musste 4 Tage lang praktisch durchschlafen. The reason he gave his lovers for making all the trips was a secret special mission as an emissary for the Swiss government. One day he returned to Munich, allegedly from the USA. He used the mafia scan that had worked on the Countess on Mrs. Clutton. He told me he'd run his car over the daughter of a mafia boss in Miami, and now he had to pay 7 million euros compensation. I wanted to help him and loaned him the money, handed over in a cardboard box in a Munich hotel underground car park. I thought he was a man of the world and I trusted him. Afterwards, Helge Skarby sends Susanne Clutton a text message saying he'd successfully given the money to the mafia. Meanwhile, the parties in Italy became more and more opulent. Obviously, money was no problem. Conman Skarby now knows no limits. He suggests Susanne Clutton should pay 290 million euros into a fund to be administered by him. Now her lover's real intentions become clear to the businesswoman. She ends their affair. Skarby doesn't give up and tries blackmail. He threatens to go public with the secretly filmed hotel videos and demands 14 million euros to keep quiet. Now Susanne Clutton contacts the police. She lets the blackmailer believe she agrees to his demands. Skarby suggests handing over the 14 million at a motorway services in Tyrol. The trap shuts here. An Austrian police special unit arrests Skarby and also temporarily detains Anani Beretta. He was in a second car at the same service station. Mitte Januar kommt Anani völlig aufgescheucht zurück, allein, der Helge nie. Er hat nervös gewirkt, er hat angespannt gewirkt. Und er hat uns erzählt, dass der Helge einen Autounfall hatte, dass er verhaftet worden sei, dass er in Untersuchungshaft sei. Und wir waren alle sehr erstaunt. Wir haben ihm das mal vorerst geglaubt. Kurze Zeit darauf geheiss, es sei ein Schlimmeres angenommen. Der Helge habe bewusst eine Velofahrerin angefahren. Und dann haben wir alle gedacht, was ist denn da passiert? Das ist ganz seltsam. Und irgendwie hat sich jedes Mal hat die Geschichte wieder etwas anders tönt. Und der Anani hat sehr nervös gewirkt. Er hat angefangen, Akten und Ordner zusammensuchen. Und hat gemeint, er merke, die Finanzen würde irgendwann mal bei ihm reinschneien und würde mal alles durchsuchen bei ihm. Beretta's fears became real 5 months later. He was put on remand for 8 months and has since had to face the charge of forming a crime ring. In the eyes of his lawyer, the charge is made up out of thin air. Si dice che una determinata signora ha dato dei soldi ad un soggetto. Poi arriva la figura, secondo l'accusa di Barretta. La dazione di questi soldi da una signora ad un uomo, una dazione di per sé, non costituisce truffa. Per costituire truffa ci vuole un particolare raggiro, un artificio. Dire qualche cosa che, voglio dire, induce taluno ad un particolare errore. Poi si dice Barretta era quello che organizzava, ma questo sta in mente dei, perché non c'è nessun elemento, nessuna prova, né intercettazioni telefoniche, né discorsi che danno la prova che Barretta fosse l'organizzatore, ma di che? Heute fängt jetzt endlich der Prozess an gegen Anani Beretta, und zwar wegen
Bildung von einer kriminellen Vereinigung hier in Pescara vor dem Gericht. Und ja, es ist schon ein relativ wichtiger Tag auch. Ich finde, es erfüllt mich schon mit einer gewissen Genugtuung auch, dass jetzt doch zu dem Prozess kommt, was ja in Italien nicht ganz selbstverständlich ist. On the first day of the main hearing in Pescara, Barretta doesn't show up. He allows himself and the other accused to be represented by two lawyers. The threatening letters and sex photos that Romeo Reganas gave to the police have become crucial evidence. In court, plaintiff Susanna Klatten is interviewed for 3 hours as a witness. La signora Klatten, oltretutto, ha tutto l'interesse a che sia fatta la giustizia e siano puniti i responsabili di questi reati. Secondo l'accusa, che a me sembra assolutamente fondata, in questo paesino di Pesco Sanzonesco si è costituita un'associazione per delinquere che poi commetteva i suoi reati non solamente in Italia, ma per quello che ci riguarda in questo processo, anche all'estero. The court found two more women who had been cheated by Sgarbi to prove that Barretta and his associates had built up a crime ring in order to deceive and blackmail. Almost 4 years after Barretta's arrest and 3 trials later, the proceedings continue. Outcome uncertain. Ennani Barretta is still at large, but he's not allowed to leave Italy due to a European arrest warrant. Io non sono quel mostro che loro mi hanno descritto, assolutamente. Questo lo deve sapere il mondo intero. Questo dovete mandare adesso, no tutte quelle vigliaccate che hanno fatto sui giornali. Il santone di Pesco Sanzonesco, il messaggero, il centro a Pesco Sanzonesco, si scavano gli scavatori, cercano il tesoro. Sì, venite col piccone, tutti quanti, venite a scavare. Ma che vergogna tu, è una vergogna. Io certe volte mi vergogno di essere italiano, ricordati. Tutto sulle mie spalle, avete fatto una porcata. Amen. E mo basta. Only a handful of followers have remained loyal to Ennani Barretta and still live with him in his spiritual center. Many have lost faith, Petra among them. Ich finde es auch sehr schlimm, dass der Ennani, wo sich ja immer als Vater dargestellt hat, dass er alles bestreitet, lügnet, dass er so tut, als hätte mit dieser ganzen Angelegenheit gar nichts zu tun. Shortly after the arrest of Helg Sgarbi, after 16 years under Ennani Barretta's influence, Petra returned to Switzerland to start a new life. Also nach rund anderthalb Jahren, seitdem ich den Ennani zum letzten Mal gesehen habe, versuche ich ihn heute noch aus meinen Gedanken, aus meinen Erinnerungen auszuradieren. Tagtäglich will ich an ihn erinnern, sei es, dass ich wildfremde Menschen sehe, die im Moment sehe ich ihn, als würde er auf mich zulaufen. In einem zweiten Moment merke ich, ja, es ist zwar eine Ähnlichkeit, aber es ist nicht er. Ich verschrecke im Moment. In contrast to Petra and the other deserters, Helg Sgarbi remains loyal to his master, who in better times he once described like this. For me, Ennani is more than a father who protects me. Even though I'm not his flesh and blood son, he's given me more than I ever received from my parents. When I weigh up the difference between what I've given and what I've received, I see myself with a debt that I can never repay. To me, he will always be the maestro della vita, in a word, and especially by example. Helg Sgarbi is serving 6 years in the Bavarian prison in Landsberg. Because he didn't give evidence or testify against his accomplices, or disclose the whereabouts of the loot and the videos, he will not be granted an early release, even for good behavior.
Thank you.